Herrschaften, willkommen zurück zu meinem Let's Play Arcanum. Für euch sind einige Tage vergangen. Ein, zwei vielleicht. Keine Ahnung, wann ich, in welchem Abstand ich die jetzt auf YouTube stelle. Für mich sind nur etwa 5 bis 10 Minuten vergangen. Ich habe in der Zwischenzeit dem Kaninchen ein paar Haferflocken zum Fressen gegeben, mir das Wasser neu aufgefüllt und habe mir ein paar Dragee-Kekses organisiert. Ja, ich mache hier kein Product Placement. Ich esse die Dragee-Kekses einfach so, weil sie mir schmecken. Und nicht, weil man mir was dafür bezahlt. Obwohl, wenn irgendjemand von Napoli, ich glaube, die gehören jetzt zu Mann, aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Wenn also jemand von Napoli diesen Let's Play sieht, ich würde mich über eine großzügige Spende von der Firma durchaus freuen. Okay. Wo war ich? Ja, wie schon gesagt, wir werden nebenbei essen. Also, wir sind abgestürzt. Abgestürzt worden eigentlich. Haben dann unten so einen, irgendwie, keine Ahnung, Gnom, Zwerg, auf jeden Fall irgend so was Kleines, gesehen, der Hilfe gebraucht hat, der aber vor unseren Augen mehr oder weniger verstorben ist und uns noch einen Ring gegeben hat. Oder was auch immer. Und bevor wir uns irgendwas anschauen konnten, sind wir gleich angesprochen worden von einem Typen in einer Kutte. Ich nehme mal an, das ist ein Villager, weil immerhin steht da unten Human Villager. Reaction 62 Cautious. Das ist okay. Und er sagt, I can't believe, naja, das habt ihr vielleicht eh schon gehört. Ihr könnt es auch selber lesen. I can't believe it, I mean you. And then the sapling and the fire. And he also says that, do you have any idea what all of this means? Nein, ich habe keine Idee. Also was sagen wir? What are you going on about? By the gods, man, I almost died here. Didn't you see the crash? Fragen wir das erste. You speak! I mean, of course you speak. What am I, a blathering idiot? Wait, what did you say? Maybe I should be writing all of this down. What the bloody hell are you talking about? Out with it, man. I'd like to help you out here. But I'm a bit confused. Okay, wir sind confused, definitiv. I am at a loss here. I don't quite know what to do. I mean, you are the... Oh, of course you are. I mean, you do know who you are, right? Of course you do. What sort of brainless, half-baked question is that? What do you call yourself? Am I being unclear? Your babbling is incomprehensible. Please, sir, slow down and tell me what it is that you're saying. Okay, ihr seht, wir können schon mal mehr oder weniger das Gleiche auf freundliche oder weniger freundliche Art sagen. Wir bleiben freundlich einfach. Wir sind gerade abgestürzt. Please forgive me. I'm making a bloody mess of this whole affair. My name is Virgil, sir, and I'm new to the Panari religion. Your religion, and I... Oh, wait! I hereby dedicate... Oh, commit my life to the living one. I, Virgil, am at your service, sir. Okay. Jetzt klingt da irgendein Typ vor uns. What do you mean, the living one? Quit speaking in riddles, oder? Virgil, please, you really need to explain the things here, oder? I don't mean to be rude, but I'm just not who you think I am. Yes, right. You may rise and serve me, loyal Virgil. Yes, of course. You see, you're him. I mean, the reincarnation of what's his name? I can never remember. And I'm always getting him mixed up with the other fellow, the bad one. You, well. You know how all of those old elven names sound the same. Okay.
Also er hält uns für eine Reinkarnation, offensichtlich von einem wichtigen Typen. Und er weiß nicht einmal den Namen von dem Typen. Na super. I don't think I'm quite getting the gist of it. Oh yes, boy. Right. Just give me a moment here. You see, the Penari, that's the religion that was formed around the things that he said. I mean, that you said. Oh, forget it. Let's start at the beginning. Or this beginning, since there is a lot more that came before this. You are the reincarnation of a powerful elf, who the Penari worship, and whose name is, Yes? Right. Yes, the name. Oh, wait. I remember something. It is written in the scriptures. The living one will live again on wings of fire. No, oh, wait. Oh, Phoenix. It says, reborn on wings of fire. Oh, blood and ashes. Why do elves always have to be so damn cryptic? Do the scriptures speak of a dying gnome and a ring? I don't know about the ring, but this business about the evil one returning. As I've said, I don't know a whole lot about the Penari prophecies, but I think you are supposed to return and fight someone evil. Bloody hell, I should know more of this. Solltest du wirklich, wenn du ein Anhänger von denen bist. You don't seem well versed in the scriptures, so I'm meant to be some strong religious figure. That's ludicrous. Ja, das ist eine gute Antwort. I make it a rule not to speak with religious fanatics. Good day. If this is confusing to you, okay, wir nehmen das zweite. I understand this whole thing sounds ridiculous, but let me just accompany you down the mountain to Shrouded Hills. I can introduce you to my mentor, Elder Joachim. He can explain this all better than I can. I'm rather new to this whole Penari thing myself. Okay, sagen wir mal, was die Penari sind. The Penari are a religion, based on the belief that you will return to destroy evil or something like that. No, wait. I think there's someone you're meant to fight. You know, that other fellow. The evil one. Oh, it's all so elven, wrapped up in fancy language and metaphors and all that. You're fairly useless as a source of information. I told you I was new with this. Imagine the way I must feel. Here you are, the chosen one, or the living one. And I can't even remember who you're supposed to be. Please. Just follow me to Shrouded Hills and we'll talk to the Elder Joachim. He's very knowledgeable about the Penari and will know much better what to do. Okay. Wir könnten versuchen, ihn loszuwerden. Immerhin dürfte ein religiöser Fanatiker sein. Oder wollen wir ihm folgen? Ja, versuchen wir ihn loszuwerden. Look, obviously we're both involved in this, whether we like it or not. Please. You must trust me. I know all of this sounds ludicrous, but if you'll just speak with the Elder Joachim, I don't want to fail him. Wieso heißt der ältere Joachim? Jetzt muss ich die ganze Zeit an die 7C denken, verdammt. Okay, versuchen wir es nochmal, ihn loszuwerden. Please, I need to bring you to my mentor, Elder Joachim. He's down the mountain in Shrouded Hills. He can tell us what we're meant to do. Okay, umbringen wollen wir ihn nicht. The path out of here leading down to Shrouded Hills is down to the southeast. We'll stop by the Penari Shrine on the way out. See if it makes any of this any more clear. Okay, du machst sowieso, was du willst. Leave, what do you think? Klingt gut. Auf jeden Fall sinnvoller als das, was du gesagt hast. Zuerst. A matchbook from the Roseboro Inn. Na gut. So, Logbook. Okay. Ah, da sind einige Sachen drinnen. Accepted, discover the origins of strange ring. Was heißt accepted? Der hat ihn mir einfach gegeben. Quests, reputations,
Blessings and Curses haben wir noch nicht allzu viel. Kills and Injuries haben wir auch noch nicht allzu viel, Gott sei Dank. Background haben wir schon. Keyring, okay. Okay. Da ist eine Flasche. Die nehmen wir doch glatt. Außerdem. Ah. Steuerung ist ein bisschen seltsam. Gut. Ah ja, wir können diese Dinger hier auf die Schnelltasten geben. Das Passwort, schauen wir uns mal an, was das sagt. Das Passwort ist for a man named Preston Radcliffe. Okay. Matchbook from the Roseboro Inn. Was kann der Wein? Oh, man kann ihn trinken. Okay. Na gut, was haben wir da noch? Metal Plates, na sehr schön. Was wir alles finden? Oh, da ist eine Frau. Wie noch? There is nothing to loot. Was heißt, there is nothing to loot? Ich wollte nur schauen, ob sie lebt. Oh, dead. Nothing to loot, okay. Irgendwie konnte man da noch irgendwie... Auf jeden Fall sieht man da relativ gut noch Mac Evil Eye. Isaac Zapruder. Oh, Kamera und ein Thermometer. Ist auch okay. Was auch immer wir mit der Kamera machen. Stahl. There is nothing to loot. Auch nichts. So, warte jetzt mal. Kann man da irgendwo eine Karte sich anschauen? Ja, da. Wow. Ah, das war mit Space gemacht. Ja, das Spiel läuft entweder in Echtzeit ab oder in rundenbasiert. Und wir werden natürlich eher rundenbasiert arbeiten. Die Kampfsequenzen sind so, wir können draufhauen. Oh, und wir können ihn schlagen und töten. Das war's schon. Hey, wir haben XPs gekriegt, nehme ich mal an. Wilhelmina Carpenter. Oh, da ist ein Brief. Ah, und schon wieder ein Wolf. Ah nein, das ist kein Wolf. Ein Kite Scout. Warum immer das ist. Wir könnten eigentlich auch zaubern. Necromantic White. Ah, das ist Heilung. Agility of Fire. Dadurch werden wir geschickter und ihr seht, wir haben jetzt viel mehr Bewegungspunkte, weil wir geschickter sind. Und ich glaube, wir treffen auch besser. Naja, 41%, wir treffen nicht wirklich besser. Au, hörst du auf mich zu schlagen? Are you blind? What in God's I mean, better luck next time. Na super, wir machen uns mehr Schaden, als das Ding uns Schaden macht. Ich habe nur noch 11 Punkte Leben. Das ist ja unglaublich. Mach mal ein Minor Healing auf uns. Und nochmal. Ja, und meine Magiepunkte sind auch schon weg. Bist du auf, mich zu schlagen, du kleines Viech? Warte mal, wir haben das Ding, wir haben doch das aufgehoben. Könntest du das bitte wieder in die Hand nehmen? Ha!
die sind so großartig. Ah, der Zaubertrog. Das ist ja. Verstehe. Das war der Wein. Der Wein macht uns stärker und mehr Konstitution, aber er macht Int, Perception und Charisma runter. Na super. Ja, na gut, soll sein. Was haben wir hier noch? Einen Kadura Stem. Ist auch okay. Large Spring. Hat das mit Weihnachten zu tun? Oh, ja, na okay. Auf den Wolf. Critical Miss? Wir haben uns schon wieder selber getroffen, oder was? Au. Kann man da was holen? Nein. Noch eine Pflanze. Ah, da ist der Berg. Noch mehr Frühling. Ja. Hast du auf, aus den Armen Virgil zu schlagen? Darf ich dir jetzt auch sagen, wie kannst du nur so einen Blödsinn machen? Oh, das Schwein hat sich gerade selbst umgebracht. Gut. Und Angriff. Oh, okay. So was Gutes haben wir ja nicht im Angriff. Hey, der arme Schwein. Ich hätte es bewusstlos gelassen. Das ist ja nur ein Schwein. Und du bringst es um. Ach ja, warte mal. Ich glaube, wir können uns sogar den Virgil anschauen. Hey, Ogre Bandit. What is this? It seems a strange flying device, but much smaller than the blimp. I've never seen anything like it. Yes, it looks very much like the machine which attacked us. Wir können uns erinnern, wir sind angegriffen worden von zwei so Flugzeugen. Isn't that an ogre among the wreckage? It seems very unlikely that an ogre would have the intelligence to fly such a complex device. Hmm. They didn't really. They destroyed themselves in the attack. Do you see that strange amulet that he's wearing? And that symbol on its face? I don't recognize it. Do you? Noch nie gesehen. Something isn't quite right about all of this. I don't remember the scriptures talking about flying ogres and the like. We better get to Shrouded Hills and find Elder Joaquim as soon as possible. Ich glaube, du erinnerst dich an gar nichts, was in diesen Scriptures gestanden ist. Da könnte drinnen gewesen sein, dass lila Elefanten daherkommen und uns mit Bananencreme beschießen. And be careful. These wolves are none too friendly. Was heißt these wolves? Die paar Wölfchen? This amulet has a strange symbol on its face. Na, das nehmen wir doch glatt auch. Hat der auch irgendwo so einen Körper? Nein. This strange flying machine is not even bla 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 bla. Was auch immer. So, schauen wir mal. Gibt's da die Karte? Wie komme ich denn zur Karte am schnellsten? So. Ah, ich kann mich wieder erinnern. Man kann, hey, da ist eine Höhle. Wir gehen mal so. Man kann Wege setzen, die man geht. Das ist ganz praktisch.
Manchmal. Manchmal auch nicht. Tatsächlich eine Höhle. Wollen wir da reingehen? Was sagst du, Virgil? Ja, Ratten. Ja, viele Ratten. Oh, wir haben eine 27%ige Chance, dieses Viech zu treffen. Vielleicht sollten wir ins Licht gehen. Welcher hast du eine bessere Chance zu treffen als ich? Okay. Wir hätten vielleicht doch einen Kampfspruch noch lernen sollen. Ja, mit etwas Glück steigen wir bald auf. Wo stehen eigentlich überhaupt unsere? Haben wir die schon mal getroffen, diese Ratte? Na, immerhin. Erstes Ratte ist tot und zweites auch. Okay. Ja, wie ihr seht, wenn man angreift, oh, Critical Miss ist nicht gut. Wenn man angreift, man verliert da eben verschiedene Zeitpunkte. Und ganz am Schluss, diese roten, wenn man dann nochmal angreift, verliert man dann Stamina, also von den blauen. Was irgendwie doof ist. Wenn man das ganz unten hat, dann wird man ohnmächtig, wenn man da auf 0 ist. Das heißt, man kann durch Magie, also durch Magie wirken, kann man tatsächlich ohnmächtig werden. Ein Critical Miss. Na gut, wir schlagen trotzdem nochmal zu. Au. Der arme Virgil. Könnten wir mal treffen auch? Immerhin halten sie Ratten nicht allzu viel aus. Sehr gut, Virgil. Ja, und wenn man eben diesen Schaden nicht nehmen will, kann man auf diesen grünen Pfeil da unten drücken, so nach dem Motto, ich verzichte auf meinen nächsten Angriff. Oh, nee, komm schon. Du Ratte. Ein Critical Miss. Na gut. Dann machen wir ein paar Sprüche. Einmal heilen. Und einmal auf den Virgil. Und einmal greifen wir die Ratte an. Könnten wir diese Ratte auch treffen? Au. Das ist schon sehr ärgerlich. Puh, Gott sei Dank gedankt. Die Ratten haben allerdings nicht allzu viel. Aber da ist ein Junk-Pile. Vielleicht finden wir ja Junk. Oh, nehmen wir alles. Irgendwo werden wir es schon verkaufen können, hoffe ich. Achso, ja, warte mal, ich kann mich wieder erinnern. Verkaufen ist immer so eine Sache. Hey, ein Fass. Oh, das sind noch mehr Zeugsachen, die kein Mensch braucht. Wir nehmen das und das. Wollen wir ein Small Metal Tube nehmen? Railroad Spikes? Nee. Nein, nein, das nehme ich alles nicht.
Ich weiß, man kann damit was machen, wenn man Technologe ist, aber als Nicht-Technologe ist das so eine Sache. So, wie schaut das jetzt aus? Wir gehen da ins Licht. Und warten hier auf die Ratte. Im Licht, glaube ich, treffen wir sie besser. Ja, wir haben eine 43%ige Chance. Fast doppelt so gut wie vorhin, wie wir im Dunkeln gewesen sind. Ja, hörst du auf, mich zu schlagen? Hey, Feigling, bleib da. Ah, das ist blöd, durch das, dass er da jetzt weg ist. Ah, oh, wir hatten Glück. Wir haben gleich getroffen, obwohl er jetzt im Finstern war. Das schaut ja gut aus. Migräne-Mika. Oh, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Kohle. Weiß nicht, ob man das braucht. Eisenerz. Ich glaube, Eisenerz kann man verkaufen. Ob man Kohle verkaufen kann, ich weiß nicht. Wir nehmen es auf jeden Fall mal mit. Na hey, da liegt ein toter Mann. Please help me. Oh. This spirit appears to be in great pain. Please, I beg of you, the pain. What happened to you? I was cursed by evil priest. My name was Charles Brigo. My friend and I asked only for something to eat, some sustenance. We were poor wandering, and he cursed us. My friend, cursed with madness, attacked me, killed me, the pain. I'm cursed to be held to this realm, unable to be released. Please, I need your help. What is it that you would have me do? Need to kill priest Abala. He lives here. He points at your map. Only his death will free me. I don't know what will you give me for doing this. Or of course justice must prevail. Justice must prevail, or I don't think so. Goodbye. Naja, wir nehmen den middle ground. Wir fragen, was drin ist für uns. I know of a treasure buried for years. If you know of this treasure, why were you poor? You have a deal. I will return when the task is finished. Nein, wir fragen das erste, wir sind misstrauisch. We had taken an oath of poverty. We were monks. Okay. I see. Then I shall avenge your death. I'm not certain I believe you, but I will do this for you regardless. Okay. Please hurry, release me from pain. Ja, da ist immerhin ein Fass. Oh, Dynamit. Schau, schau. Und Granaten. Ich glaube, die kann man auch so verwenden, auch wenn man technologisch abgibt. Und das ist auch ein Pistole. Also wir nehmen das Zeug, was auf jeden Fall sinnvoll ist. Das Geld, die Granaten, die Bullets, die Charcoal lassen wir da. Ja, passt schon. Na bitte, soll sein. Immerhin haben wir schon unseren ersten Auftrag. Unseren ersten Auftrag jenseits einen Ring zu finden. Okay.
Also ihr seht nicht so wie bei Edna bricht aus. Nicht jeder hat eine eigene Stimme. Manchmal muss auch ich die Stimme sein. So. Schauen wir mal. Wir haben eine Quest accepted. Na gut. Soll sein. Was gibt es hier noch zu sehen? Waren wir da schon überall? Ah, da dürfte dieser Stein sein. Waren wir da hinten schon überall? Gibt es noch irgendwas? Na, ganz da waren wir noch nicht. Gehen wir mal darüber. Und schauen wir mal, ob wir da noch was finden. Wird es gerade Nacht oder wird es gerade Tag? Ich brauche noch ein paar Schickhixi. Na doch, da waren wir schon. Oh, noch ein Wolf. Ist doch auf uns anzugreifen, Wolfi. Irgendwo hat man auch gesehen, wie viel... Ah ja. Da unten. Ich glaube, mir fehlt nicht mehr allzu viel auf den nächsten Level. Gut, also da war jetzt nicht wirklich was zum Finden offensichtlich. Außer Wolfi. Ich würde fast sagen, ich schaue mich da jetzt noch um ein wenig, ob ich noch irgendwas Interessantes finde. Und bevor ich aber zu dem Stein gehe, werden wir für heute wieder Schluss machen. Hey, wir sind gestiegen. Okay. Wir machen das Steigen noch und dann machen wir Schluss. Wir kriegen einen Punkt, den können wir jetzt irgendwo einsetzen. Und ich bin fast dafür, dass wir einen Kampfzauber lernen. Wall of Fire ist ein guter Kampfzauber. This spell creates a wall of fire across the specified empty tiles. Das ist ganz gut, dann können wir uns halbwegs gegen die Bösewichte behaupten. Ja, was ihr vielleicht gesehen habt, wir haben da oben zwei Slots, die frei sind quasi, die man mit irgendwelchen Sachen füllen kann. Man kann dann später noch mehr Slots füllen, aber ich glaube, dafür brauchen wir höhere Intelligenz. Es gibt Zauber, die können wir aufrechterhalten, so wie diesen Agility of Fire Zauber. Die führen dann dazu, dass wir diese Slots belegen. Das kostet uns Mana jede Runde, also jede Minute oder jede Sekunde, keine Ahnung. Diese Stamina wird aber die ganze Zeit wieder neu aufgefüllt. Je mehr wir da haben, desto langsamer wird sie natürlich aufgefüllt. So, na dann, Herrschaften, an dieser Stelle, wir sind schon ziemlich befüllt. Ich werde jetzt dann in der Pause nachschauen, wie ich herausfinde, wie ich mir die anderen Leute anschauen kann. Das kann ich nämlich auf jeden Fall auch. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes.